Und weiter geht es mit Part 6. Ich lasse mich von euch einfach nicht anfassen, okay? Ich bin ganz normaler, ich bin ganz normaler Typ. Der Steuern zahlt, der hier aufgetreten ist, hat der hier gespielt hat, das ist ganz normal. Ja, aber du lässt doch hier nicht vom Karren spannen, von irgendjemandem, der hier vom Hockeyparken schafft. Ich mach meinen Job. Nee, aber das ist. Aber du musst doch den Typen auslachen und dann ist doch okay. Er hat das Hausrecht. Und damit sind wir. Er hat das Haus. Ja, Alter, wo sind wir? Wo ist es denn? Das Grundstück verlassen. Ich will das nicht. Wo ist denn dein Hausrecht? Ich habe für den Kollegen habe ich noch irgendwas Geld eingespielt und das Ganze so von der Seite. Ist aber egal. Ich weiß, dass euch einiges egal ist. Danke. Euch ist einiges egal, das ist ja das Problem. Nur ihr müsst mal verstehen, wen ihr wann und wie wegschafft. Ja? Macht euren Job da irgendwie, wo es wirklich drauf ankommt. Und da gibt es genug Sachen hier in Schleswig-Holstein und überall, an die ihr euch wirklich machen könnt. Aber ihr müsst mich nicht an mir vergreifen, okay? Ich habe euch nichts getan. Doch, hast du gerade gemacht. Doch, 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 da kann man sich auch theoretisch mal für entschuldigen, okay? Ich habe euch nichts getan. Ich habe euch nichts getan. Ich bin komplett Team Polizei, wenn es drauf ankommt. Dann jetzt bitte auch. Wir fassen Sie nicht an, dafür gehen Sie jetzt bitte. Entschuldige ich bitte. Entschuldige ich dafür, dass du eben gerade so gezogen hast. Machst du nicht, ne? Entschuldige ich bitte dafür, dann ist alles in Ordnung. Mach's! Mach's bitte! Machst du nicht! Machst du nicht! Würde! Was? Weil du gerade meine Arme mir komplett anpackst und hier auf Polizeigriffmodus bist, irgendwie für was total lächerlich ist. Sie sagen, lass mich los und dann komme ich mit. So, jetzt haben Sie hier 5 Minuten eine Show gedreht. Nee, ich habe sogar 10 Minuten gemacht, ja, irgendwie und sowas dann halt. Sind Sie durch? Du brauchst. Nee, ich lass mir von dir einfach nicht sagen. Okay? Du brauchst jetzt nicht irgendwie anfangen. Ist doch, lass uns die Hand geben, ihr seid doch einfach. Ihr seid doch. Können wir gerne machen. Wir haben doch ganz andere Probleme. Okay? Geh nach Hamburg, mach einen Scharfen bei Clankriminalität oder bei Sachen, die wirklich wichtig sind. Ja? Klär Morde auf. Klärt mal mit euren rechtsradikalen Chats, was in der Polizei gerade läuft. Klärt ganz viele andere Sachen. Aber fangt nicht an, jemand, der ganz normal hier ist und einfach ganz normal geht, so einen Scharfen zu machen. Okay? Haben wir uns verstanden? Ich glaube, dass Sie gerade mit dem Falschen da reden. Mit wem rede ich denn? Wieso? Du bist doch von der Polizei. Ja, aber da mache ich mich, wo irgendwie die Leute. Ja, aber bevor du hier einen harten Holm schaffen machst, irgendwie fahr nach Hamburg und bekämpfe da irgendwie Clankriminalität oder irgendwas anderes. Ja, das ist ja das Schlimme. Und du willst mich hier mit einem Polizeigriff abführen, als wenn ich sonst was gemacht habe. Okay? Ich bin Comedian, ich habe eine Show gemacht, ich bin einmal rübergelaufen und das war's. Das kann ich ja auch verstehen. Okay? Wenn der Herr sagt, ihr möchtet sein Haus durchsetzen und braucht die Polizei dafür. Ey, der Herr hat einfach sonst was irgendwie. Nochmal, ich habe für den Typen irgendwie, ich bezahle seinen Job mit und Pietro auch, weil wir hier auftreten, weil wir nach Hartenholm kommen, weil wir eine Show machen, weil wir irgendwas machen wollen. In 2 Tagen ist der Bums abgebaut. Da habe ich nichts mit zu tun. Ja, aber Sie dreimal darum gebeten. Sei doch einfach normal. Herr Pocher, kommen Sie bitte mit. Es ist doch lächerlich mit dem Typ. Es ist doch lächerlich mit dem Typ. Das ist doch bescheuert, jetzt vor der Kamera hier jetzt so ein. Ich kann das auch, ich mache das auch off-camera, da habe ich gar kein Problem mit. Weil ich finde, das, was ihr macht, ist grundsätzlich eine richtige Veranstaltung, aber an der richtigen Stelle. Und